Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Zum Ende der Spargelzeit mache ich nochmal ein Spargelrezept. Ich mache diesen Spargel-Kartoffelauflauf und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für den Spargel-Kartoffelauflauf brauche ich natürlich Spargel. Hier habe ich weißen Spargel, den habe ich schon mal vorgeschält. Dann brauche ich natürlich Kartoffeln. Hier habe ich festkochende Kartoffeln. Dann brauche ich für die Soße später ein bisschen Creme Fraiche, Sahne, dann ein bisschen Schinken. Dann habe ich hier eine Bio-Zitrone, da brauche ich den Saft und brauche die Schale davon. Und ein bisschen Emmentaler gerieben. Als allererstes nehme ich mir die Kartoffeln, gebe hier ein bisschen Salz rein. Mache hier ein bisschen Wasser rein, die koche ich drinnen auf dem Herd. Einfach, dass sie weich sind mit Schale. Und pelle die dann nachher und lasse sie dann ein bisschen abkühlen. Den Spargel habe ich wie gesagt schon geschält. Hier schneide ich einfach hinten ein Stück von dem holzigen ab. Die muss man auch nicht unbedingt gucken, dass er auf einer Länge ist, weil er kommt nachher in eine Auflaufform. Also es ist relativ egal. Ich schneide hier einfach ein Stückchen weg. Die Endstücke kann man natürlich sammeln. Wenn man da ein bisschen mehr hat, dann macht man daraus einfach eine Spargelsuppe oder einen Spargelsud. Und wenn man das nächste Mal Spargel kocht, dann macht man das mit rein. Dann nehme ich mir die Spargelstangen und schneide die in ca. 5 cm große Stücke. Und lasse dann 2 oder 3 Stangen übrig. Und die schneide ich mir hier ein bisschen kleiner. Die schneide ich hier so schräg in so kleinere Stücke einfach. Den Spargel nehme ich dann so und koche ihn hier ein bisschen in Salzwasser ab. Da ist ein bisschen Butter, ein bisschen Salz und ein bisschen Zucker drin. Koche das Ganze dann so 5 bis 7 Minuten. Der Spargel soll ein bisschen weich sein, aber er muss nicht super weich sein, weil er kommt ja nachher noch in die Auflaufform und kommt dann nochmal auf den Grill und gart dann natürlich auch nochmal ein bisschen nach. Wenn die ca. 5 Minuten um sind, dann einfach mal den Spargel testen, schauen, ob er ein bisschen weich ist. Wenn das der Fall ist, dann nehme ich ihn einfach raus und gebe ihn hier in eine Schüssel. So sieht der Spargel dann aus. Den stelle ich jetzt einfach zur Seite und mache mit der Soße weiter. Für die Soße nehme ich mir die Creme Frisch. Lege die in eine Schüssel, gebe hier dann die Sahne dazu, würze das Ganze dann schon mal ein bisschen ab mit bisschen Salz, ein kleines bisschen Muskat und gebe hier dann noch ein kleines bisschen Pfeffer dazu. Anschließend nehme ich mir die Zitrone und reife hier ein bisschen Schale von der Zitrone rein. Dann halbiere ich die Zitrone und gebe hier noch ein bisschen Saft rein. Ich würde sagen, so circa 2 Esslöffel Zitronensaft sollten hier drin sein. Dann habe ich hier noch ein bisschen körnigen Senf. Da gebe ich auch ein bisschen dazu. Und wenn ich dann alle Zutaten in der Schüssel habe, dann verrühre ich das Ganze einfach, bis ich eine schöne homogene Masse habe. Wenn ich die Masse dann gut verrührt habe, dann schmecke ich das Ganze noch mal ein bisschen ab. Wenn man die Masse dann soweit abgeschmeckt hat, dann nehme ich mir ein kleines bisschen von dem geriebenen Emmentaler, ich würde sagen so ein Drittel, und gebe die in die Masse. So, das sollte schon passen. Verrühre das Ganze wieder ein bisschen. Das kommt nachher oben drüber über den Spargel und die Kartoffeln. Und dann kommt hier nochmal ein bisschen Käse drüber. Das gibt dem Ganzen dann, denke ich, eine schöne Frische. Und gibt dem Ganzen auch ein bisschen Bindung durch den Käse, der da drin ist. So sieht die fertige Masse jetzt aus. Ich habe mich jetzt kurzfristig entschieden, dass ich hier noch ein bisschen Schnittlauch reinschneide. Den schneide ich einfach fein. Und so stelle ich das Ganze jetzt noch mal zur Seite und schau mal, wie weit meine Kartoffeln sind. Die Kartoffeln sind soweit fertig, die habe ich jetzt abgegossen. Die lasse ich jetzt noch ein bisschen abkühlen, dann schäle ich sie und dann schneiden wir sie in Scheiben. In der Zeit nehme ich mir dann schon mal den Schinken und schneide mir den Schinken klein. Hier einfach so, ja, so Würfel rausschneiden oder Rechtecke eher. So sehen die Schinkenwürfel jetzt aus. Die stelle ich jetzt aber auch noch mal zur Seite und fette in der Zeit noch mal meine Auflaufform ein und mache dann mit den Kartoffeln anschließend weiter. Ich habe hier einfach ein kleines bisschen Butter, die habe ich ein bisschen aufgelöst auf dem Grill und fette hier einfach großzügig die Form damit ein. So, wenn die Kartoffeln geschält sind, dann nehme ich mir die jeweils
und schneide die hier so in mittelgroße Scheiben. Dann nehme ich mir die Kartoffelscheiben und gebe die hier in meine Auflaufform rein. Schauen, dass sie nicht zusammenkleben. Nehmen wir dann die Spargelstücke, verteile die hier ebenfalls. Einfach schauen, dass das alles gleichmäßig verteilt ist, damit überall ein bisschen ist. Wenn ich den Spargel verteilt habe, dann nehme ich mir die Schinkenwürfel wieder, verteile die hier ebenfalls. Gebe hier oben drauf dann die restlichen Kartoffelstücke. Wenn ich das dann alles soweit verteilt habe, dann nehme ich mir die Creme Fraiche Masse wieder und gebe die hier oben drauf. Und ganz zum Schluss nehme ich mir den Emmentaler, den ich übrig gelassen habe, und verteile den hier ebenfalls oben drauf. Und so gebe ich das Ganze jetzt auf den vorgeheizten Grill. Der ist so ca. 200 Grad heiß. Hier habe ich meinen Pizzastein unten, damit nicht so viel Hitze von unten kommt. Und das Gitter, damit die Auflaufform nicht direkt auf den Pizzastein liegt und die Hitze dann darüber gebrannt wird. Und so lasse ich den Spargel-Kartoffelauflauf jetzt so 30 Minuten lang auf dem Grill. So nach ca. 30 Minuten sieht das Ganze so aus. Und so nehme ich das runter, es hat die schöne Farbe. So, nachdem das Ganze ein bisschen abgekühlt ist, nehme ich mir hier mal ein bisschen was raus und werde das Ganze probieren. Also ich kann sagen, das ist ein super Gericht. Ich hätte am Anfang mir ein bisschen gedacht, dass die Kartoffeln oder der Spargel ein bisschen sehr verkochen, weil man das ja schon vorkocht alles. Und das dann nochmal in der Form gart. Aber ich muss sagen, die Kartoffeln sind auf dem Punkt. Der Spargel ist überhaupt nicht verkocht. Der ist vielleicht ein bisschen weich, aber für mich vollkommen in Ordnung. Man schmeckt schön diese Zitrone. Ich schmecke ein bisschen was von den Senfkörnern. Das ist ein sehr frisches, sehr ausgewogenes Gericht, muss ich sagen. Das Einzige, was noch besser machen würde, wäre jetzt hier noch ein bisschen Hollandaise drüber. Aber das kann man natürlich nicht überall drauf machen. Oder vielleicht schon. Von mir auf jeden Fall ein Rezept zum Weiterempfehlen. Und ich denke mal in der Spargelzeit, dass man nicht immer das Gleiche macht, hat man hier mal ein bisschen Abwechslung. Und ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Wenn das so ist, abonniere gerne den Kanal und like das Video. Bis zum nächsten Mal.